Nein, Ladies first. Und ich hab 298. Ladies first. Ladies first. Ihr werdet euch trotzdem halt nicht scheiße behandeln lassen oder euch ein schlechtes Gefühl geben lassen. Das ist ganz wichtig. Hallo. Hallo. Oh, oh. We'll be chilling and having a good, good time. Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Vlogmas. Heute sind wir bei Vlogmas 16 tatsächlich angelangt. Es dauert jetzt nicht mehr lange, Ladies, dann haben wir Weihnachten. Es ist einfach so crazy. Wir müssen in diesem Vlogmas, hallo, auf jeden Fall noch Weihnachtsgeschenke kaufen, weil ich meine, ich habe schon ein bisschen was. So ist es jetzt auch nicht, aber ich habe noch weitaus nicht alles. Der Plan für jetzt ist erstmal zum Arzt zu fahren. Und dann muss ich mein Video schneiden, was heute online kommt. Und dann wollte der Julian kommen und wir wollten gemeinsam zu Teddy gehen, weil ich wollte schon mal das ganze Zeug an Geschenkpapier, Schleifen, Geschenkband, alles was man so braucht, das wollte ich schon mal alles kaufen und da werde ich euch selbstverständlich mitnehmen. Auf jeden Fall, ich bin immer noch super, super überwältigt von euren ganzen Kommentaren und den lieben Nachrichten. Ihr glaubt mir das gar nicht, das ist so crazy. Ich freue mich so auf die kommende Zeit, dass ich die gemeinsam mit euch teilen kann. Ihr wisst, ich habe immer alles so, seit ich YouTube mache, mit euch geteilt und das ist ja was ganz, ganz Großes. Für jeden von uns wahrscheinlich und deswegen, ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Die Licious-Familie beim Arzt. Hm? Hallo. Hallo. Oh, oh. Entschuldigung. Der hat aus Versehen mit dem Finger gezeigt. Wir sind ein Fall für uns. Wir gehen zu dritt in die Praxis rein. Das passt dem immer gar nicht. Aber wir sind doch eine Familie. Und ich sage immer, ich will als zweites laufen, weil ich immer Angst habe, wenn ich am Schluss laufe, dass die dann sagen, du bleibst hier. Aber die lässt mich nie, die drängen sich immer vor. Und jetzt haben wir mich aufgehalten. Ich habe schon gedacht, was dann jetzt wieder für eine Diskussion? Hey, was ist denn hier los? So, Ladies, ich habe das Video jetzt fertig. Warum bin ich denn so rot in meinem Gesicht? Das Video ist jetzt auf jeden Fall fertig und ich mache mir jetzt was zu essen. Ich mache mir jetzt Gnocchi-Auflauf und danach kommt der Julian. Wir wollen zusammen zu Teddy. Und dann nehme ich euch natürlich mit, weil ich habe heute auch noch nicht ganz so viel gewirkt, aber es ist schon relativ spät, weil ich hing sehr lange an dem Video. So, ich habe jetzt hier Gnocchis reingegeben und übrigens ist das mein eigenes Rezept, deswegen ist es eigentlich, würde man das nicht so machen, aber ich mache es halt immer so. Deswegen wundert euch nicht, aber es schmeckt echt ganz gut und es ist immer so ein Glück, ob es letztendlich funktioniert oder nicht. Aber bin ich denn so rot im Gesicht? So, ich benutze ein bisschen Wasser, ich mache das aber nach Gefühl, um ehrlich zu sein. Ich benutze das ähnlich alles. Und dann benutze ich immer irgendein Päckchen, wo irgendwas mit Tomate-Mozzarella draufsteht. Ist aber eigentlich ganz egal welches. Dann kaufe ich noch passierte Tomaten und Sahne und das mische ich alles zusammen. Und oben drüber kommt dann Käse und dann geht es. Das ist immer 10 von 10. So, Ladies, ich habe mir jetzt Essen gemacht. Das ist jetzt fertig. So sieht's aus. Ich liebe das, ehrlich. Das geht so schnell und es schmeckt so gut. Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Dazu trinke ich jetzt ein heller Wasser. Was ist das denn hier hinten? Früher habe ich das ja geliebt, Cola Zero zum Essen, ne? Aber aktuell kann ich nichts essen und dann was dazu trinken, was Kohlensäure hat, weil ich sowieso nur so kleine Portionen essen kann. Ich sag euch ehrlich, ich gehe nicht mal davon aus, dass ich das schaffe. Aber we will see. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wir können währenddessen so ein bisschen quatschen. Ich hatte vor ein paar Tagen ja schon mal das Thema über Menschen aufregen und so. Wisst ihr, ich habe dieses Jahr gelernt, dass es echt wichtig ist, an sich selbst zu denken und sich selbst nicht fertig zu machen, gerade wegen anderen Leuten. Weil andere Menschen sollten dich supporten, sollten dich bereichern, dich glücklich machen, egal wer das jetzt ist, ob das ein Freund ist, eine Freundin, dein Freund oder deine Freundin oder die Familie oder was weiß ich wer. Natürlich gehört Streit absolut dazu, zu jedem in jedem Verhältnis, klar. Aber ihr solltet euch trotzdem halt nicht scheiße behandeln lassen oder euch ein schlechtes Gefühl geben lassen. Das
ist ganz wichtig. Und jetzt nochmal zum Thema Schwangerschaft. Ich habe euch heute in meiner Insta-Story gefragt, ob ich ein extra Video machen soll oder mit euch darüber reden soll in einem Vlogmas. Der Käse schmeckt nach Käsefüße. Ich habe den falschen genommen, glaube ich. Und die meisten meinten halt, dass ich ein extra Video machen soll. Deswegen werde ich das safe machen. Ich frage gleich, ob ihr Fragen habt. Und dann wird halt ein Vlog ausfallen. Weiß nicht. Vielleicht, dass ich dann einen Sonntag mal nichts filme oder so. Nee, am Sonntag habe ich was Cooles vor. Bin ich mit meinem besten Freund Charlie verabredet. Axel G. kommt mit und Julian kommt auch mit. Wir waren ja damals alle zusammen auf Malle. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Das ist schon 5-6 Jahre, glaube ich, her. Und wir wollen uns treffen und Cocktails trinken. Für mich natürlich alkoholfrei, ist ja klar. Und da will ich euch natürlich mitnehmen, ne? Will ich euch ja nicht vorenthalten. Aber ich suche mir dann irgendeinen Tag raus, wo ich weiß, okay, heute steht nicht so viel an, heute hätte ich nicht so viel zu vloggen. Ich muss nächste Woche unbedingt auch den Rest meiner Weihnachtsgeschenke besorgen. Eigentlich wollte ich das schon diese Woche machen, aber ich war auch so durcheinander wegen der bevorstehenden Ankündigung. Ich war so nervös, unnormal. Aber jetzt ist es ja raus. Und ich bin froh. Echt. Richtig froh, vor allen Dingen auch sehr dankbar, dass ihr das alles so gut aufgenommen habt. Das bedeutet mir echt ganz viel. Ist jetzt fertig, dann mache ich mich ein bisschen fertig und dann kommt der Chewy. Ich habe es einfach eben noch gesagt, sieht jetzt richtig unappetitlich aus. Aber mein Bauch kann irgendwie keine großen Mengen verarbeiten momentan. Er hat damit ziemlich große Probleme, warum auch immer. Ich habe auch 7 Kilo abgenommen. Aber ich habe schon gehört, dass es in der Anfangszeit bei vielen so ist. So, Ladies, ich bin jetzt ready. Ich habe mir einen Dutt gemacht. Ich lasse meinen Ocean Support Anzug an. Weil ich habe auch schon Probleme mit Jeanshosen. Das ist schon ein bisschen schwierig. Obwohl mein Bauch noch nicht ganz so groß ist. Aber Jeanshosen schnüren mir einfach alles ab. Und deswegen, ja. Aber wenn ich jetzt irgendwas Besonderes vorhab, dann trage ich eigentlich dann immer eine Leggings oder eine Strumpfhose. Aber jetzt ist mein Ocean Support Jogginganzug halt einfach meine zweite Haut, ne? Ist halt jetzt einfach so. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt ready. Ich muss auch nochmal zu Rossmann. Ich brauche nämlich Abschminkzeug. Ich habe meine Wimpern jetzt übrigens getuscht mit der Maybelline Sensational. Das ist die kleine Größe. Die war ja im Adventskalender. Und hier die The Colossal Go Extreme war auch im Adventskalender. Full Size. Und ich muss sagen, das macht echt was her. Also sieht echt gut aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, Mama und Papa Lisch, die schmücken gerade unseren Baum. Den zeige ich euch auf jeden Fall dann. Wollte ich euch gestern ja eigentlich schon zeigen, aber ich habe mir so gedacht dann am Ende. Gut, nützt euch ja jetzt auch nicht viel, den so zu sehen, wenn er nicht geschmückt ist. Weil ihr habt ihn ja schon so gesehen, als wir ihn gekauft haben. Von dem her ist dann eigentlich auch blöd. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann zeige ich euch das einfach, wenn wir zu Hause sind. Ich habe heute übrigens eine getönte Tagescreme drauf und finde die, muss ich sagen, eigentlich ganz gut. Bis jetzt zumindest. Wer weiß, ob sich da noch was tut. Ich muss unbedingt mal wieder meine Pinsel waschen. Das ist ganz, ganz wichtig und steht ganz oben auf der Liste. Heute ist ja Freitag, ne? Ich vergesse das irgendwie die ganze Zeit. Weil sonst war mein Freitagabend so, okay, irgendwelche Freunde anrufen, ey, lass mal Shisha-Bar gehen, okay, machen wir, wie viel Uhr? Und das war halt mein Freitagabend so, ne? Und jetzt, ich meine, natürlich könnte ich mich theoretisch noch in eine Shisha-Bar setzen, mein Leben ist ja nicht vorbei, ich bin ja nicht tot, ich bin ja nur schwanger. Aber ich sag euch, wie es ist, ich habe früher jeden Tag Shisha geraucht und manchmal sogar 2 oder 3 an einem Tag. Ich glaube, der Schmacht da drin wäre einfach zu groß für mich. Obwohl ich das niemals schwanger machen würde, das steht da außer Frage. Aber ich glaube, diese ganzen Gerüche und alles, ich würde ausrasten da drin, glaube ich. Ja, sag niemals nie. Vielleicht, gerade wenn es wieder warm draußen wird, vielleicht würde ich mich dann, nee, ich glaube, mit so einem kugelrunden Bauch würde ich mich da auch nicht hinsetzen. Nee, keine Ahnung. Whatever. We will see. Naja, wie gesagt, Leben ist ja nicht rum. Bald
könnte ich das ja durchaus wieder machen. Schieße auch irgendwie. Aber wer weiß, ob ich dann noch will. So, wisst ihr? Weiß ich nicht. Ob ich dann wirklich so sage, okay, ich kann mir vorstellen, dass es bei meinen Eltern bleibt und ich gehe weg. Also jetzt sage ich, okay, ich könnte mir vorstellen, dass ich dann mal so ein Mädelsabend mache oder so. Aber ich rede jetzt auch nicht so von der Anfangszeit, sondern erst mal, wenn das so sich eingespielt hat und so. Aber man weiß nie, ne? Vielleicht ist es auch ganz anders, dass ich dann, wenn ich es habe, dass ich dann sage, oh nee, ich möchte gar nicht weg. Keine Ahnung. Ich bin super, super gespannt, was diese ganze Zeit bereithält. Ja. Der ist schön am Frieren, weil er rauchen muss. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zu Teddy. Ich besorge jetzt meine Geschenksachen, Geschenkpapier und was möchte ich noch? Wie heißt das nochmal, wo man, wenn man was verschenkt, ne? Dann kann man ja sowas dranhängen und da schreibt man einen Namen drauf. Wie heißt das nochmal? Das sind diese Namenaufkleber. Der Namensschilder. Namensschilder, so welche würde ich kaufen. Namensschilder. Aua. Schön. Hier oder die hier. Ach. Wir sind jetzt übrigens da, Leute. Aber irgendwie finde ich kein weihnachtliches Geschenkpapier. Ja, hier geht's hin. Der macht mich fertig, ehrlich. Mama! Mama! Mama Licious! Warte mal, 27. Wisst ihr, was die gerade mit mir gemacht hat? Das wollt ihr gar nicht wissen. 10, 15, 57. Die Zunge. 64. So, Vajo fiebert mit, wer gewinnt. Wir haben übrigens gerade gekniffelt, ne? So viel schon mal dazu. Jetzt sag, mach's nicht so spannend. Das glaube ich doch nicht. Voice crack. Der vorgehaltene Hand spricht mal von Manipulation. Hier, ihr bringt mich ganz durcheinander. Das setzt mich ein bisschen unter Druck. Jetzt muss ich nochmal rechnen. Ja. Oh, nee. Das sagen die alle. Und hinterher. Stefan! Was soll ich euch sagen? Ich dachte eigentlich, ich komme nach meinen Eltern. Weil das sind Kniffelkönige. Meine Mutter besser gesagt. Drei, aber irgendwie ist es nicht gewesen. 15, 19, ich hatte heute sehr viel Unglück. Ja. So, ich sag jetzt. Wie du weißt. Hab doch gesagt, wegen das Hufeisen und dann halt soll. Ich hab keinen Bock, das zu rechnen. Das ja. Jetzt hat sie aufgegeben. Sag mir mal. Ja, wir haben doch alle Taschenrechner, Leute. Hier, 23, ja. 24, ja. 25, ja. 30, ja. 40, 50, ja. 22, ja. Ja, das war's. Und 214. Und oben 100. 314. Und bei mir, guck mal bei mir. Ja, schreib auf, 314. Ja. Komm, schreib. Nein, ganz ohne, 314. Ja, ist mir schon klar. So, und dann setzen wir jetzt. Warte. Deins. 107. Ja. 17. Ja. 26. Ja. 25. Steht das schon da ohne? 30. Ja. 40. Doch. Ja. 50. Ja. 19. 314. Guck mal, die hat sich komplett verrechnet. Ja, aber da stehe ich mit der Violist gleich. Ja, nee, da steht bei mir 316 und dann passt das. Ja. Jetzt mal einfach nach. 98. Ja. 25. Ja. 25. Ja. 30. Ja. 40. Ja. 50. 50? Ja. 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 Und 24. Und 24. 292. So, und einer von uns muss jetzt wirbeln. Wer die höchste Zahl hat, der hat dann das Spiel gewonnen. Ja, ah, ja, und was ist mit mir? Du bist aber. Ich brauche mal nicht. Ich will aber auch wissen, wie viel ich habe. Ja. Ihr seid hier, ich will einfach oben ausrechnen. Sag doch einfach, ich mach das. 1, 8, ja. 12, ja. 8, 15 und 12. 56. Die wollen mich ausschließen. 56, ja. 17,
Ja. 25. Ja. 30. Ja. 40 und 16. Guck mal, wegen 184. 184 Punkte gekniffelt. Ja, Ladies first. Okay, jetzt gucken wir, wie es zwischen Julien und Vajos Gleichstand. Beste kommt zum Schluss. Nein, Ladies first. Und ich habe 298. Ladies first. Ladies first. Ach, du Lutscher. Gib die Möbel. Nur ein. Der Höchste, der gewinnt. Vier. Vier. Das ist ja wie hier bei das mit dem Zonk, bei dieser Serie. Ist der Zonk? Ja! Glaub ich doch nicht. Der hat ein Idiotenglück, hat der. So, Ladies, wir haben jetzt hier gerade einen Toast gegessen. Jetzt Julien ist noch da, der ist gerade mit normalisches Rauchen. Mayo und ich sitzen hier. Mayo muss morgen wieder arbeiten. Boah, bin ich Käse. Ich bin genauso Käse. Geh mal weg. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin echt müde irgendwie. Ist das Freitagabend? Ja, um 10 Uhr, aber ich bin richtig müde. Gönn dir ein Duplo. Müde. Nee, ich kann nicht mehr. Warum denn? Gönn du dir ein Duplo. Ich wollte euch mal den Tannenbaum zeigen. Also die Spitze fehlt noch, wir haben noch keine passende. Und dieses Jahr haben wir uns ja für diese Kugeln entschieden, habe ich euch ja in einem der Vlogs gezeigt. Und der ist wirklich sehr voll. Aber auch sehr, sehr schön. Also er ist noch nicht ganz fertig, aber so zu 70%, oder? Ja. So, Ladies, ich habe euch jetzt gerade auf Insta, Bio und Mama Löschis gucken gerade nach dem Outfit, die geben morgen schon wieder auf den Geburtstag. Auf jeden Fall habe ich euch gerade auf Insta gefragt nach Fragen für dieses Schwangerschaftsvideo. Das lade ich euch dann jetzt die Tage irgendwann hoch. Ansonsten würde ich sagen, ich beende den Vlog an der Stelle. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Würde mich super über einen Daumen nach oben freuen oder wenn ihr mir auf Insta folgt. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Passt auf euch auf und ich hab euch lieb. Tschüssi.